So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ne, scheiße, ich habe noch den falschen Account hier drauf. Aber wenn ihr mal in die Nearby-Liste guckt, da sind einfach 11 Raids. Und ich halte das jetzt einfach mal so. Ich habe nämlich heute keinen Bock auf Bildschirmaufnahme, denn heute soll ein chilliger Tag werden. Deswegen habe ich auch nur zwei Handys dabei statt drei. Da ist schon der Kenny, der knallt wieder die Türen zu, ganz aggressiv. Und ich habe gehört, der Marco will jetzt auch kommen und hat ein naturtrübes Radler dabei. Da freue ich mich ja schon ganz besonders. Wir sind aber jetzt erstmal auf dem Weg zur Brücke, wollen uns da treffen mit den anderen, weil es ist ja diese Raid-Woche, dieses Raid-Event mit doppelten Raid-Erfahrungspunkten, Staub, allem drum und dran. Und da gibt es natürlich wieder jetzt eine Raid-Stunde. Mal gucken, was wir da für Raids machen, aber wir wollen euch mal kurz mitnehmen. Verdammt, jetzt alles chaotisch, da kommt er schon angelaufen. Guckt euch das mal an hier im Hintergrund. Da. Guck, da. Was hat er schon wieder in der Kralle? Das gibt's ja. Den siehst du nur noch mit dem naturtrüben Radler. Zeig schon mal. Schön warm ist es natürlich. Wieso bringst du eigentlich Bier mit? Für dich? Für mich? Ach, das ist ein schöner Tag. Die legendäre Bierpause, wieder mal genannt. Eigentlich darf ich jetzt gar keins trinken. Ich muss nämlich nachher noch ein Stück fahren, aber ein Radler wird schon gehen. Wir können darauf nicht verzichten. Ja, das ist ja kein Radler, das ist ein Radler. Ein Radler. Ein naturtrübes Radler. Wir werden jetzt erstmal einen Plan machen auf jeden Fall, weil an der Brücke ist nämlich gar kein Raid, so wie es aussieht. Und vielleicht gehen wir dann zum Busbahnhof oder machen irgendwas anderes. Keine Ahnung. So, wir haben uns jetzt also entschlossen, das Alola Knogger zu machen. Ich habe zwar schon einen Shiny, aber der Kenny will mal schauen, ob er noch eins bekommt. Und es ist sogar am Soldatendenkmal, am Mahnmal der sowjetischen Soldaten. Und die habe ich eh noch nicht auf Gold, da fehlt nur noch ein bisschen. Vielleicht wird sie durch den Raid ja jetzt auf Gold gesetzt. Ein Bronzel ist noch in der Nähe, ansonsten sehe ich vier Vesprit und einer geht noch auf in einer Minute, da können wir dann auch mal reingucken, was das ist. Jetzt müssen wir aber erstmal in die Arena schnell, bevor der Raid weg ist oder es schon alles gestartet hat. Wir melden uns dann nochmal zurück, gucken mal, ob ein Shiny dabei ist bei jemandem oder auch nicht. Wir haben den Vian jetzt mitgenommen, also den Viand. Da drüben sind die drei anderen Kasper. Und jetzt geht's los. Fahren wir Busbahnhof. Gut. Busbahnhof ist. Ist übrigens nicht shiny. So, leider kein shiny. Hat jemand von euch einen shiny? Nee, gell? Wir hatten von euch einen. Niemand! Geht dich nichts an. So. Das fangen wir schnell und jetzt wollen wir vielleicht ins Wildgehege und das Bronzel trotzdem mal mitnehmen, weil Glücksei ist jetzt an, Sternstaub läuft und alles und mal gucken, wie es dann weitergeht. So, jetzt sind wir im Wildgehege angekommen, wie man sieht, beim Bronzel. Das werden wir fix mitnehmen. Gibt's ja als Shiny, neu, aus Raids, aber auch wild natürlich. Dann wollen wir wahrscheinlich zurück in die Stadt. Mal zum Busbahnhof rennen, da einen Fünfer mitnehmen. Wir fahren. Nein, wir laufen, das heißt doch Pokémon Go. So. Oh mein Gott, zwei Leute, drei Leute, erstmal 100 Leute in die Lobby rein, das arme Bronzel, keine Chance. Wir melden uns auf jeden Fall dann unten zurück und gucken mal, ob noch ein paar Vierer aufgehen. Die Kollegen wollten noch ein paar Vierer machen vielleicht. Despotar, Metagross, Dragoran, irgendwas. Ach, der Marco kommt nicht rein. Schafft er auch alleine, morgen oder so. So, auch in der Runde kein Shiny dabei. Der Marco ist nicht mal reingekommen. Ein Account hat gefehlt. Der hat so viel naturtrübes Radler getrunken. Der ist in einer ganz anderen Galaxie jetzt. Wir fangen es jetzt mal schnell. Da müsste eigentlich nicht der erste Ball reichen, wenn man daneben wirft. Also schießen wir nochmal drauf. Das ist gut, wenn die Bildschirmaufnahme nicht an ist, sieht man auch nicht die 100 Nachrichten, die da oben immer zu reinkommen. Und der Brian fragt immer noch, wann die Sonnenuhr gemacht wird, der Fünfer, aber... Naja, mal gucken, der stellt sich bestimmt jetzt davor und wartet, bis jemand vorbeikommt. Vielleicht hat er ja dann noch Glück. Alter, das ist schon wieder rausgekommen. Vielleicht sollte ich einfach mal eine Beere nehmen oder so. Gut, Marco muss ja eh noch warten, bis sein Kampf erstmal losgeht. Wir ziehen dann langsam weiter, dass er auch anschließen kann. Jetzt ist es drin. Wunderbar.
Mal gucken, vielleicht machen wir heute auch noch einen Bronzel. Wenn noch eins auf dem Weg liegt, kannst mit allen aufnehmen. Verteidigung 15, ja, kann man mal mitnehmen. Aber oh, jetzt geht der nächste in den Wald. Die müssen alle austreten, ne? Das ist die Wahrheit. So, wir sind jetzt auf jeden Fall am Busbahnhof angekommen. Viel sinnvoller wäre natürlich gewesen, oben beim Stadtwappen und der Kirche die zwei zu machen, die genau nebeneinander waren. Ne? Schön mit Glücksei, aber der Ramses, der braucht immer eine Extrawurst. Nee, der Defteris ist ja jetzt schon hier runtergefahren und hatte hier gewartet und es wäre jetzt wieder unmodisch. Deswegen haben wir gedacht, gehen wir jetzt einfach hier runter, machen jetzt den, vielleicht können wir danach für die Fangemeinde immer noch hoch. Ja, hupen ist immer gut. Wenn ihr auch manchmal hupt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das hat er schon durch mit dem Hupen. Noch 15 Sekunden auf jeden Fall. Ich müsste das auch mal weglegen, dass ich mal kämpfen kann. Wir legen das nicht da drauf, dann verkratzt noch das darum, melden uns danach zurück. Jetzt klaut er mir auch noch. Hast du etwa nur ein Handy? Was ist mit dir nicht richtig? Das andere hat seine Pässe schon durch. Okay. Dann kann ich ja hier jetzt kämpfen gemütlich. Guck, da geht's nämlich jetzt los. Das Go-Zeichen ist schon da. Was? Die Musik im Auto lenkt mich ab. Nein, ja, wir machen dann irgendwas. Du fährst einfach dahin und dann bin wir ich folgen. Auch da. Genau. Da guckt ihn euch an, ne? Wie er da steht, heute mal ordentlich gekleidet, ne? Nicht so wie sonst. Hey. Nein, immer sehr gut aussehen unterwegs mit Schlips und Kragen, heute mal Freizeitdress, ne? Natürlich, so wie es immer sein muss mal. Das Wetter passt auch, wie man sieht. Hab zum Glück meine Mütze vorhin wiedergefunden, sonst hätte man ja meine Haare gesehen. Deswegen immer rumlaufen mit Mütze, bis die Haare ausfallen. Bester Tipp ever. Pupsi ist noch im Auto, hat sich versteckt. Muss mal zeigen. Ich kann ja mal auf die Scheibe filmen und dann sieht man da, guck. Seht ihr? Wenn ihr auch nichts seht, schreibt es mal in die Kommentare. Sehr gut auf jeden Fall. Die beiden spielen ja auch mit weniger hin. Das 100er hat 17,45 und hier sehen wir natürlich ein 17,43er, wenn man sieht, die Sonne wieder mal genau. Bam! Müsste also ein 8,90er sein. Glückwunsch! Ist, ist zwar deins, aber nicht meins. Ist gar nicht seins, aber trotzdem erstmal beglückwünschen. Und die fangen hier und ich laber noch ein bisschen Dummes, damit muss ich nicht fangen muss. Ah, ich muss auch gleich fangen. Gut, dann zieh ich mal weiter zum Fangbildschirm. Also bis gleich. So, sind jetzt angekommen an der Kirche. Ne? Wie man sieht, hier zwei. Bildschirmaufnahme heute nicht. Guck, wie traurig es guckt. Ne? Nein, auf jeden Fall. Das 890er ist drin geblieben im letzten Ball. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Zwei jetzt. WP. Zwei verfickte WP. Ja, aber ist ja eh egal. Das tausche ich mir dann rüber. Dann hat es noch zwei WP mehr. Da drüben ist auch ordentlich was los. Jetzt machen wir den schnell und dann noch den und dann, keine Ahnung, dann ist die Luft, glaube ich, schon wieder raus. Obwohl, es sind ja immer noch... Ja, 14 Minuten, nee, da geht eh nichts mehr. Die zwei noch und dann eigentlich ziemlich unspektakulär, muss man sagen. Ziemlich querbeet irgendwas gemacht, sonst ist das alles irgendwie organisierter. Da geht man so, 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 aber dadurch, dass nicht überall Fünfer waren und auch was anderes und man doch was anderes mitnehmen wollte, war es halt heute mal ein bisschen chaotisch, sagen wir mal. Wer hat die Bronzels versteckt? Ja, wie viel Bronzel waren denn jetzt da? Am Lazarett war eins und da oben war eins. Und, meinst du, das am Lazarett war eins? Ja, habe ich gesehen. Da war noch ein Bronzel. Das haben wir noch mit, nicht mitgenommen. Egal. Habt ihr heute Bronzel gemacht oder habt ihr Fünfer gemacht? Schreibt's mal irgendwo hin. Ich mach erstmal den Raid und dann. Ich werd bekloppt, guck dir das an, 17,43, das zweite hintereinander, das zweite 98er auf demselben Account, 16 Bälle, mal gucken, vielleicht flieht's ja diesmal, ich drück die Daumen, wir melden uns zurück. Drück die Daumen, dass wir abhauen. So, natürlich alles verkackt, richtig behindert, aber das liegt nicht an den Skills, den nicht vorhandenen, sondern einfach nur am Westbrett an sich. Das macht einfach keinen Bock. Und eigentlich ist es jetzt 19 Uhr und eigentlich ist es vorbei. Aber auf dem Friedhofer Mahnmal, die ich ja noch nicht auf Gold habe, ist einfach noch 1,50 Minuten da. Deswegen gehen wir noch fix da hoch, nehmen das noch schnell mit
Darfst du denn die Toten filmen? Hast du da eine Todesbescheinigung? Ich film dich doch auch. Siehst doch auch aus wie so ein Leichnam. Und was wollte ich noch sagen? Das 98er ist natürlich geflohen, denn die sind schon einfach in die Lobby und waren schon fast im Kampf und nicht immer noch im Fangbildschirm. Ziemlich chaotisch auf jeden Fall. Da gönne ich mir doch lieber naturtrübes Radler. Boah, die Sonne. Sind jetzt also fertig. Alles hingegangen. Alle weg. Pupsi ist noch da, die läuft hier vorne. Die strahlt nämlich mich so an, das sieht man jetzt hier. War trotzdem irgendwie sehr chaotisch. Und ich habe mich total, weiß ich nicht, habe ich noch nie erlebt. So, wenn ich an den Lavados-Tag zurückdenke, wie krass das immer war. Oder, na gut, ist ja auch dann immer 3 Stunden Zeit. Da läuft ja sowieso alles anders ab. Und jetzt einfach nur diese, weiß ich nicht, die legendäre Mittagspause. Wenn es hochkommt, haben wir da vielleicht mal 2 Raids gemacht. Also wir haben eigentlich schon mehr gemacht wirklich als sonst in dieser legendären Stunde. Aber Westbret ist halt wirklich nicht so toll, dass man da jetzt so voll Anreiz hat, von Arena zu Arena und alles mitnehmen. Obwohl es ja jetzt den doppelten Staub gibt, die doppelten Erfahrungspunkte. Dann dieses Gewurschtel mit den ganzen Accounts. Also irgendwie gut. Wir werden mal sehen, wie es am Labras-Tag abläuft. Aber ich glaube, das war es jetzt noch nicht. Wir gehen nämlich jetzt noch wohin. Dann nehme ich euch noch mit und zeige noch den Abschluss vom Tag. Also bis gleich. Sag mal, kennt ihr schon den Wurstarem, ne? Wurstarem, lautestes Lebewesen der Welt. Den kennen wir natürlich. Guckt euch den nämlich an hier. Wow! Mann, das eine Wurst, ne? Bekannt durch Qualität, Rundfunk und Fernsehen. Lautestes Lebewesen der Welt, Wurstarem. RTL, September 2008. 105 Dezibel pro 7 Galileo, 110 Dezibel. Da ist ordentlich was los. Da kommen nämlich die Marktschreier in Meiningen und schreien rum, ne? Und geben den Leuten Wurst. Wenn ihr auch Wurst wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare und vor allem grüßt den Wurstarem. Oh, hier gibt's auch. Hier gibt es auch Jack. Da gab es immer dieses Bananen-Jack-Bier. Genau, Meininger. Das hatte ich damals im Sackgasse immer. Meininger Bananen-Jack. Aber das hat nicht geschmeckt. Also ich habe immer gedacht, das ist so wie Bananenweizen. War es aber nicht. Aber egal. Wir sind auf jeden Fall jetzt auf der Suche nach Pizza. Und wollten noch was essen. Eine Pizza Che Guevara. Schön scharf mit irgendwas drin. Und so, bin also jetzt zu Hause angekommen, keine Ahnung, waren also eben noch Pizza essen, da Pizza Che Guevara, richtig genial, wieder mal exquisite und Pupsi hat ihre Hälfte übrig gelassen, nicht geschafft, die habe ich jetzt einfach noch mitgenommen, bin jetzt bei mir angekommen wieder und guck mal da die Pizza, guck doch mal. Ja, egal, keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig komisches Video, richtig komischer Tag. Ich glaube, ich bin komplett verwirrt einfach nur. Labras-Tag wird auf jeden Fall besser, genialer. Da hat man wenigstens noch einen Anreiz. Da geht es auch hier Sitte da zur Sache. Jetzt werde ich mich noch fix hinsetzen, das noch schneiden, noch das, den letzten Tag von der auf die dicken Tour schneiden. Wie ich zurückgefahren bin, da auch. Und dann habe ich vielleicht irgendwann auch mal Zeit, bisschen zu chillen. Wie war euer Raid-Tag heute? Also gestern? Also wenn ihr das seht, war es gestern. Wie war euer Tag? Wie viele Raids habt ihr vor allem gemacht? Und habt ihr was Gutes gehabt? Wie gesagt, das Highlight natürlich die 298er nacheinander. Das eine gefangen, das andere geflohen. Weil die waren ja schon in der Lobby beim nächsten Raid. Und dann war ich so gestresst und dann ist das einfach abgehauen. Das hatte dann auch keinen Bock mehr. Aber gut, das Ding kann ja eh nichts, also was will man damit? Das war's trotzdem von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, eure Pizza. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.